Ich habe hier so einen Strahl für Sie. Die orangen Punkte sind alle Gesetze, die Bürger angehen. Die grünen ist alles, was parlamentarisch ist. Absenkung des Wahlalters haben wir im Einsetzungsbeschluss. Wir hatten einen Kompromiss und am Ende kommt das nicht drin vor. Volksgesetzgebung vereinfachen. Wir hatten es im Einsetzungsbeschluss. Wir hatten einen Kompromiss. Am Ende kommt es nicht vor. Individualverfassungsbeschwerde. Kompromiss. Kommt nicht vor. Einführung einer Schuldenbremse. Da sind wir aufeinander. Das geht die Bürger durchaus was an. Wir haben nicht mal einen Kompromiss gefunden. Das EU-Ausländerwahlrecht auf Landesebene haben wir im Einsetzungsbeschluss. Da haben wir lange drüber geredet. Wir haben nicht mal einen Kompromiss gefunden. Das Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-Ausländer, das haben wir hinterher sogar noch mit reingenommen ins Paket, mit Mehrheitsbeschluss. Wir haben nicht mal einen Kompromiss gefunden. Und dann die Dinge, die das Parlament angehen. Da geht es um die Regelungen für die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode. Ja, das haben wir geschafft. Die Stärkung der Abgeordnetenrechte haben wir drin, alles klar. Stellung der Landesregierung haben wir geschafft. Eine Regelung zur Funktion der Opposition steht im Einsetzungsbeschluss, aber das haben wir leider nicht geschafft. Stärkung des Parlaments in Angelegenheiten der EU, jawohl, da haben wir was drin. Wahl des Ministerpräsidenten, Entschuldigung. Das ist eine Besonderheit in Nordrhein-Westfalen, die wir uns als starkes Land erhalten sollten. Als einziges Bundesland in der ganzen Bundesrepublik muss der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin ein Abgeordneter des Landtags sein. Welcher Sinn macht diese Regelung? Haben wir nicht geschafft. Dann haben wir die Kommunalverfassungsbeschwerde, das Quorum für die abstrakte Normenkontrolle. Da haben wir sogar einen Kompromiss gehabt, aber am Ende auch das nicht drin. Und die Regelung zur kommunalen Selbstverwaltung. Ja, auch da hatten wir einen Kompromiss und auch das ist nicht mit reingekommen. Und übrig bleibt ein kleines Paketchen. Und alles nur Regelungen, die das Parlament betreffen und null Regelungen, die den Bürger, den Bürgerinnen hier das Leben in diesem Land besser machen.